Was ist das denn? Also, ich reagiere jetzt auf das Video hier. YouTube Kacke, The Big Greek versus Niklas Hochschmidt. Wer wird Schachweltmeister von Big Whoop? Lassen wir uns einmal zu Gemüte führen. Top Intro auf jeden Fall. Sehr gut. The Big Cack und Huschi GM. Liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Wer wird Schachweltmeister? The Big Greek und meine Wenigkeit spielen um Magnus Carlsen als den Weltmeister aus dem klassischen Schach zu vertreiben. Magnus Carlsen ist gerade mal 6 Jahre alt und kann deshalb nicht Schachweltmeister bleiben. Die stärksten Spieler hinter Magnus Carlsen sind Georgios Solaitis und ich. Wir haben uns beide schon qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Georgios, ich möchte euch bitten, etwas zu sagen. Nein, im Moment kann man mich gar nicht sehen. Mein Producer hat Probleme mit der Koordination seiner Technik. Kurzen Moment, bitte. Klassiker. Gedulden. So, läuft jetzt alles? Oh, und das ist aber nicht jugendfrei. Hallo und herzlich willkommen hier zu Wer hat Bock auf Schachweltmeister? Den epischen Fight zwischen Niklas Hochschmidt und The Big Greek. Es wird spannend. Niklas? Das war eben gar nicht geschnitten, ne? Mit der epische Kampf. Da gibt es echt ein Video dazu. Erklärt die Regeln. Die Regeln sind ganz einfach. Wir stellen abwechselnd Fragen und wer die meisten richtig beantwortet, wird Schachweltmeister 2020. Jetzt die erste Frage. Auf dem Brett sieht man die sizilianische Verteidigung. Was droht jetzt konkret? Ist es A1 Blubberlutsch oder B2 Elefantenfalle oder C6 Killerangriff oder F5 Schachmatt? Ah, schwierig, schwierig. Das ist genial hier, wie er überlegt. Droht Schachmatt auf F5, ne? Der Ausdruck ist super. Erstmal einen Schluck aus der Wasserflasche. Kommen wir zur ersten Frage an Niklas. Wofür steht die Abkürzung GM? Lautet die Antwort A4, goldene Mittelspielregel. Oder B6, Großmeister. Oder C4, griechische Männer. Oder griechische Männer, ja. Geiles Mädchen. Das kann ich ganz gut beantworten. Das weiß ich. Hier ist die Antwort C4. Schachspieler drücken so ihre Präferenz für Typen aus. Ich stehe auf Georgios Solaitis, aber leider steht er auf italienische Typen. Schade. Hätten ein schönes Paar sein können. Eingeloggt. Okay. Das richtig ist. Oh, natürlich. Richtig. Das ist natürlich traurig jetzt. Niklas, ich hoffe, bald findest du einen süßen Griechen. Bestimmt klappt das nicht sehr. Verdammt nochmal. Sehr gut aus. Einer der schönsten Schachweltmeister der Geschichte. Meister, du hast noch nicht gewonnen. Okay, also kommen wir zur zweiten Frage für dich. Rate einmal, was der beste Zug in dieser Stellung ist für Schwarz. Ist es A3, Dame H0 oder B2, Läufer schlägt das Auto oder C6, König vom Brett oder D7, Schwarz kann getrost aufgehen. Schöne Stellung übrigens. Partie des Jahrhunderts. Der Big Cack überlegt. Spannung steigt. Der Läufer muss das Auto schlagen, sonst die weiße Dame damit über den schwarzen König. Die Antwort ist B2. Sehr gut geschnitten wieder. Sehr gut. Oh, falsch. Dame H0 wäre es gewesen. Das ist leider falsch. Damen können. Bitte, bitte. Das ist leider falsch. Damen können nicht Auto fahren. Weiß ja jeder. Richtig wäre Dame H0. Das war super. Hier, weiß ja jeder. Hier. Damen können nicht Auto fahren. Weiß ja jeder. Richtig wäre Dame H0. Dame H0. Kommen wir zur zweiten Frage an Niklas. Welcher Figur droht Weiß totaler Verlust? Lautet die Antwort A8. Der König oder B5 die Dame oder C1 der Springer oder D5 der Läufer. Was ist das jetzt? Ich möchte jemanden anrufen und zwar kurz gesagt. Telefonjoker. Ja,
Hier ist kurz gesagt, wir haben die Frage gehört und wir werden sie beantworten. Natürlich ist jeder Mensch ein schwarzes Loch. Manche haben sogar eine fettige Butter. Pferde können springen. Das Universum ist sehr alt. Läufer bewegen sich diagonal seit 3,6 Milliarden Jahren. Elektromagnetische Spielfiguren beginnen, um die Erde zu fliegen und sammeln Ameisen. Kurz gesagt, du stirbst. Alle Pferde sterben. Dies ist die Antwort auf deine katastrophale Frage, um die Neutronen in Schach zu halten. Hierfür... Ja, die Antwort hat geholfen. C1. Springer C1. Spannung steigt. Ist es das? Ja! Da ist das Ding! Kommen wir zur dritten Frage für dich. Wer ist der dritte in der Rangliste der besten Spieler aller Zeiten? Erste und zweiter sind der Georgios Solaidis und ich. Okay, also ist es A4, KuchenTV oder B8, Ding Liren oder C3, Bobby Fischer oder D5, Garry Kasparov. Das wäre ein bisschen zu einfach. Das ist natürlich KuchenTV. Das war zu einfach. Kommen wir zur letzten Frage an Niklas. Was passiert hier eigentlich? Lautet die Antwort A1. Niklas Hoschenbeet wird Schachweltmeister. Oder B5. The Big Greek wird Schachweltmeister. Oder C6. Big Wu macht YouTube-Kacke. Oder D4. Fick dich. Was? Wo ist das denn her? Ich werde Schachweltmeister. Ja, schön wär's. Falsch. Die Antwort lautet: Big Wu macht YouTube-Kacke. Niemand wird Schachweltmeister. The Big Cack. Ja. Ziemlich, ziemlich gut. Also Respekt geht raus an Big Whoop. Da steckt richtig viel Arbeit drin. Und wenn ihr das noch nicht ausgecheckt habt, schaut da gerne mal vorbei. Ist sehr unterhaltsam, wie ich finde. Sehr unterhaltsam. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also das ist nochmal ein nächstes Level. Es wird immer besser, habe ich das Gefühl, bei den Videos hier. Jetzt noch mit den Grafiken und diesem Format, wer wird Schachweltmeister? Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut auf jeden Fall.